Und damit, liebe Freunde, willkommen zurück zu Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Und hey, wisst ihr was? Wir können Kartoffeln ernten. Und zwar in Massen. Und das finde ich auch gut so. Denn damit haben wir dann endlich mal genügend Geld, Gold, Ressourcen, um uns zu verbessern. So. Heute ist Donnerstag. Ich glaube, da hatte der Schmied... So. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber egal. Guckt mal, wie viele Kartoffeln wir haben. Oh, wir haben jetzt schon eine Zweier dazwischen. Und noch eine Einser. Aber wir, was wir machen können, ist neue Samen holen. Oh, weia, das wird eng. Aber wir haben einiges an Geld, was wir bekommen. Oh ja. Kann ich die eigentlich essen? Ja, die könnte ich auch essen, aber so wirklich bringt das jetzt nichts. Pro Stück oder? Pro Stück. Ja, das nehme ich doch gerne. So, nachdem wir das dann jetzt alles haben, muss ich jetzt erstmal ganz kurz gucken. Das Feld kann weg. Dann müsste ich... Ja, meine Eisenhake, die möchte ich natürlich jetzt verbessern. Aber gut, 1, 2, 3. Diese Felder hier können eigentlich weg. Wie kriege ich die weg? Gar nicht. So, dann muss ich also hier noch eins machen und da noch. Dann machen wir jetzt heute erstmal Landschaft und Wirtschaft und sowas. So. Hä? Ein Maulwurf? Was hat es mit dem Maulwurf auf sich? Naja. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal Samen. Ja, stopp, das ist das Falsche. Ein weiter. So, haben wir nämlich dann hier den Gemischtwarenladen. Gurkensamen, Gas, Grassetzlinge. Gut, davon könnte ich jetzt 6 Stück holen, aber nein. Kartoffeln waren jetzt eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ich möchte jetzt 3 mal Kartoffeln haben. Gut, liefert das ruhig nach Hause. 3 Steckrübensamen. Und 3-mal Gurken. Ja, damit kann ich gut leben. Das ist eigentlich fast schon ein Plan, würde ich sagen. Denn damit habe ich viel an Auswahl, was ich pflanzen kann, und wir können dann auch einen kleinen Fortschritt sehen. Was geht jetzt schnell, was geht langsam, womit verdienen wir wie viel. So, und dann kann ich jetzt hier erstmal den Hammer beiseite packen. Und wir fangen mal mit dem billigsten an, das sind nämlich die Steckrüben. Ja, und die Steckrüben ist jetzt das erste, was ich erstmal pflanzen werde. 2 und 3. Dann gehen wir weiter. Holen uns die Kartoffeln. Und pflanzen die Kartoffeln. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich das mit den Gurken mache, weil ich ja hier jetzt etwas habe, was ich ja jetzt gar nicht bedacht hatte. Das heißt also, mit den Gurken muss ich anders machen. Muss ich die Gurken anders handhaben? Kann ich hier nach rechts gehen? Ja gut, ich könnte jetzt hier nach rechts gehen, ne? Also so ist es jetzt nicht. Dann macht es doch Sinn, eher nach rechts zu gehen. Aber droh deine Ausdauer, ja, ich weiß. Oh, oh. Nein. War natürlich jetzt ein bisschen dumm von mir.
Aber ja, gut. Die Hake, die Stufe ist gestiegen. Ach, ist das schön. Kann ich den gleich auf Silber aufwerten? Ich glaube nicht, ne? Oder Eisen. So. Ja, ich brauche dringend Ausdauer. Also, es ist ja... ist ja fast schon Ding und Möglichkeit, was ich jetzt hier gerade mache. Na komm. Stell ich mal nicht so an. Nein, nein, ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Oh. Wenn Dummheit einen Namen hat, dann ist es Troplay. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Energie tanken. Ich hab schon 16.20 Uhr, ey. So. Also, wir müssen... Sekunde. 9, 18, 18, 18. Und 20. Ja, es sollte reichen. Ich hoffe, dass es reicht, dass ich das jetzt richtig gerechnet habe. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, brauchen wir 64 Energie. Oh, und da ist unser Geld auch schon da. Das ist doch wunderbar. So, wir gießen. Und wie schnell der Tag vorbei ist. Aber ja, gut, dann ist das so, ne? Ich meine, wir brauchen 27. Also wir haben 27 Felder, die wir benessen müssen, beziehungsweise 26. Und bei den 26 Feldern das Doppelte rechnen, das müsste dann eigentlich hinkommen. Ah nein! Das Vierfache. Das Vierfach. Oh mein Gott, ich habe komplett falsch gerechnet. Oh, war ja. Es geht ja immer 4 Energie drauf. Okay. Also, jetzt muss ich mich echt mal beeilen. Oh, ich hoffe, dass es noch aufgeht. Das wird echt knapp. Sind 4. Sind 12. Na, es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Ja, es wird nicht aufgehen. Die zwei Felder da hinten, die muss ich leider weglassen. Es geht nicht anders. Es geht wirklich gar nicht anders. Ich habe nicht genügend Ausdauer. Dann legen wir uns einfach schlafen. Bis zum nächsten Tag. Verdammt! Und es reicht selbst jetzt nicht von der Ausdauer. Was ist damit passiert? Oh, noch gar nichts. Das ist schön, wenn damit noch nichts passiert ist. Das heißt also, man hat eine gewisse Toleranzgrenze. Das ist auch gut. Das ist natürlich dann sehr gut. Dann gießen wir jetzt einfach in der Hoffnung, dass es alles genau aufgeht. Die Frage ist, wie lange können die Gurken ohne Wasser auskommen? Die Steckrüben sind, glaube ich, die ersten, die fertig werden. Also so kann man das auch sehen. Erst die Steckrüben, dann die Kartoffeln und dann... Ja.
Die Gurken. Nebenbei muss ich dann gleich noch zum Verkaufen gehen. Der macht, glaube ich, um 10 Uhr auf. Der Fischteich, wo noch gar kein Fisch drin ist. Ja, das war ein bisschen doof von mir, aber egal. So, und dann kommen wir zu den Kartoffeln. Und wenn alles zeitlich passt, kann ich sogar meine Hake ausbessern. Weil das Geld dafür habe ich. Um da entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Das wird mit der Energie wieder so knapp. Das fällt ja gleich auf den Hintern. Ah ne, erstmal geht er in die Knie. Auf den Hintern fällt er, glaube ich, bei dem Schritt zu 8 und 7. Genau. So, jetzt kann ich mein Werkzeug verbessern. Natürlich darf ich nur ein Werkzeug verbessern, versteht sich. Werkzeuge kaufen kann ich auch. Bürste, Metall, Melkmaschine, Werkzeuge verbessern und Provision. Okay. Die Hake. Macht nur zwei Felder. Ah, ich hatte eigentlich mehr gehofft. Hier fehlt mir Silber. Könnte ich gleich darauf gehen oder wie? Okay. Ja, jetzt muss ich halt einen Tag warten. Du bist der Neue, der auf der Farm in der Gegend eingezogen ist, oder? Dann ist dein Name also Troplay. Hi, ich heiße Rick. Ich wohne mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester Pupuri hier. Schön, dich kennenzulernen. Hi, Rick. Was ich aber machen könnte, wäre doch jetzt mal, wenn ich jetzt sozusagen ein bisschen Geld über habe. Das habe ich ja definitiv diesmal. Oh wow, so viele? Jupp. Wir haben heute wieder eine Menge Eier. Ein gutes Zeichen, dass unsere Hühner alle gesund und zufrieden sind. Ich habe ein paar weich gekocht. Als Snack in der Arbeit. Willst du auch eins, Mama? Meine Güte, vielen Dank, Rick. Weich gekochte Eier sind so lecker. Oh, hi, Troplay. Willkommen. Du bist vermutlich hier, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Aber gern. Sieh dich ruhig um und sag Bescheid, wenn du Fragen hast. Hi, mein Name ist Pupuri. Rick ist mein älterer Bruder. Schön, dich kennenzulernen. Oh, da fällt mir etwas ein. Hey, Troplay, magst du Eier? Klar, die schmecken einzigartig. Super, das freut mich. Warte einen Moment. Hier, unsere Hühner haben so viele Eier gelegt, da habe ich ein paar weich gekocht. Und jetzt habe ich mehr, als wir essen können. Und es wäre doch schade drum. Also dachte ich mir, ich gebe sie einem anderen Eierfan. Nur wenn du willst, natürlich. Viel Erfolg mit deiner Farm. Reden. Eier sind köstlich und man kann sie auf vielen Arten zubereiten. Unsere ganze Familie liebt Eierspeisen aller Art. Ja, jetzt muss ich extra einmal rausgehen und reingehen, damit ich dann was kaufen kann. Aber ist ja Tatsache. Na egal. Kann ich etwas für dich tun? Ein Tier kaufen. Ein braunes Huhn. Ein Huhn mit dunkleren Federn. Legt jeden Tag ein Ei. Legt jeden Tag ein Ei. Ja, wir holen uns ein Huhn. Ein Huhn. Ein Namen. Ach du meine Güte. Ein Hühnername. Kann man hier nicht zufällig sagen? Nö, kann man nicht. Also ich brauche einen Namen. Brauche einen Namen für einen Huhn. Na super. Link. Und Futter für die Hühner kaufen.
10 Stück, ja. Danke, komm bald wieder. Wenn du Hühner aufziehst, füttere sie jeden Tag. Besorge dir Hühnerfutter vom Futterspender und gib es in den Futterbehälter. Gib ausreichend Hühnerfutter für alle Hühner in die Behälter. Wenn du vergisst, sie zu füttern, wachsen sie nicht und legen keine Eier. Du kannst deine Hühner auch direkt füttern. Es ist wichtig, deine Tiere mit Liebe und Zuneigung aufzuziehen. Stell dich in die Nähe eines Huhnes und drücke zum Reden auf den Bestätigen-Knopf. Solange deine Hühner angemessen gefüttert werden, legen sie ein Ei pro Tag. Je mehr dich das Huhn mag, desto höher ist die Qualität der Qualität des Eis. Legst du ein Ei in den Brutkasten, schlüpft in ein paar Tagen daraus ein Küken. Auf deiner Farm geborene Küken mögen dich eher als Küken, die gekauft werden. Läute die Glocke in deinen Hühnerstall, um deine Hühner nach draußen zu lassen. Lasse sie mehrere Stunden lang draußen, damit sie ihr eigenes Futter finden und du sie nicht füttern musst. Um 20 Uhr kehren Hühner, die draußen sind, automatisch in den Hühnerstall zurück. Oh, das ist ja praktisch. Ich meine, es gibt andere Spiele, da muss man die dann... ja. Selber wieder in den Hühnerstall bringen. Und hier automatisch bin ich gut. Bin ich dabei, kann ich ganz... fühle ich direkt mit. So, gucken wir mal unser Huhn an. Da ist das Huhn. Dieser Behälter ist vollkommen leer. Futterbehälter. Wie kriege ich da jetzt was rein? Bewegen. Ja. Wo ist denn der Futterbehälter? Da draußen, ne? Ja, und ich möchte da was reinfüllen, aber... hallo? Ah! So geht das. Okay. Also mit dem rechten Controller-Stick könnt ihr das Ganze dann auswählen und dann... so. Okay, jetzt ist das Futter drin. Wunderbar, das Huhn hat was zu essen. Auch alles schön und gut. So. Hier ist alles getränkt. Also alles benässt oder wie auch immer. Ja, und ich muss irgendwann mal hier die ganzen Steine wegmachen. Ich weiß nicht, wie ich das da wegbekomme. Ach ja. Oh, ein Ei gibt 80. Und Honig gibt 50. Ja gut, Honig kann ich eigentlich mal verkaufen. Ne? Also so ist es jetzt nicht. Ne? So, dann, liebe Leute, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sag bis zum nächsten Mal. Und ja, ich bin euer Tor. Haut rein. Tschö, tschö.